unsere Wut beunruhigt sie. Denn sie hätten lieber, dass wir zu Hause bleiben, als wäre nichts passiert. Sie kriminalisieren, so kriminalisieren sie unseren Widerstand und verhaften uns, wenn wir für die ermordeten Frauen auf die Straße gehen. Doch wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch Kämpferinnen und unsere Stärke und Schutz ist die feministische Bewegung. Wir glauben allen von Gewaltbetroffenen. Wir lassen keine allein und wir organisieren uns. Zusammen sind wir effektiver als Kontaktverbot oder Panikknopf und unsere Solidarität reicht weit über Landesgrenzen hinaus.